Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für... Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe mir heute überlegt, diese Karte zu basteln mit euch. Die habe ich mal bei einer amerikanischen Kollegin gesehen. Die sollte eigentlich in einen Langumschlag passen. Aber ganz, ganz knapp. Und deswegen machen wir das heute einfach mal ein Viertelinch kleiner. Und die Karte öffnet man so. Dann kann sie sich, jetzt ist es schlecht auch wieder zu zeigen, dann so hinstellen. Macht was her, ne? Mit dem tollen Papier. Jetzt wird's wild. Hinten habe ich jetzt noch zwei, man könnte natürlich auch noch mehr aufbringen. Weißen Farbkarton aufgebracht. Könnte man noch was drauf schreiben, einen kleinen Gruß an den Beschenkten. Und diese Karte basteln wir jetzt zusammen. Ich klappe sie mal zusammen. Leg sie mal beiseite. So, dazu brauchen wir einen Farbkarton in Savanne. Und zwar hat er die Maße 12 Inch mal 8¼ Inch. Und den tun wir jetzt falzen mit unserem Falzbrett. Immer bei 2 Inch. Und zwar bei 2 Inch, bei 4 Inch, bei 6 Inch. Dann bei 8 Inch und bei 10 Inch. Das war's schon mit Falzen. Dann habe ich mir zwei Stücke Papier zugeschnitten für hinten, wo man dann drauf schreiben soll. Die sind 8 Inch lang und 1¾ Inch breit. Dann brauchen wir für vorne als Deko 6 Stück DSP, auch in den Maßen 8 Inch mal 1¾ Inch. Dann habe ich mir mit den Lagenweiser Ovale das Hintergrundpedal ausgeschnitten und ein DSP ausgeschnitten. Ich habe von denen das zweite genommen und von denen welligen das erste außen. So, dann brauchen wir noch genau ein bisschen Deko. Habe ich mir jetzt wieder den Giraffen ausgeschnitten, den finde ich so gut. Und dann brauchen wir noch eine kleine Halterung. Die hat die Maße 3¼ Inch mal 1 Inch. Die tun wir falzen. Und zwar 1¼, bei 1½, bei 2 und bei 2¼. Das knicken wir nämlich, und zwar einmal nach hinten legen und dann die äußere Falz nach vorne, dass wir nachher das so schön aufkleben können. Und das wird unsere Halterung für das Dekobild herum. Okay, so, und das beginnen wir jetzt zu falzen. Und zwar drehe ich das einmal um, das Äußere nach innen. Und das nach außen. Dann wieder nach innen. Legen wir das wieder zurück. Dann das wieder nach innen. Und das nach außen.
ihr seht, das ist jetzt die hintere Seite und das ist die vordere. Dass das nachher schön drei Berge vorne stehen. Dann können wir schon unser DSP ankleben. Ich habe mir das Papier jetzt so geschnitten und habe es auch schön nebeneinander geschnitten, dass das nachher auch wieder schön zusammenpasst als Gesamtbild. Also, drehen wir es um. Ich fange auf der linken Seite an. Nächste. Bin Kleber verschmiert. Und den radieren wir nachher einfach weg. Und so machen wir das mit allen sechs Teilen. So. Dann haben wir das schon mal angebracht, dann drehen wir uns das Blatt um und bringen noch unsere zwei Schreibstreifen auf, so weißen Farbkarton. Wie gesagt, wer möchte, kann auch gern alle sechs Streifen machen. Aber ich glaube, zwei reicht eigentlich aus. So, dann sind wir auf der Rückseite fertig. Legen uns wieder die Vorderseite hin. Kleben uns auf das Ausgestanzte. Ich hoffe, man kann es noch sehen. Machen wir uns ein bisschen Platz. Legen wir uns das hier auf. Dann für den werden wir Dimensionen jetzt hernehmen. Und zwar die kleinen. Im Kopf bringe ich vielleicht gar nichts an. Mal schauen. Dem Hals noch eins. Den lasse ich nämlich ein bisschen drüber stehen. Das schaut lustig aus. So, hoppala. Dann kleben wir das mal richtig an. So mini, die sind immer etwas dürrisch. Genau. Mittig, genau. Der Kopf ein bisschen übersteht. So. Dann muss man sich halt überlegen, wo man das hinhaben möchte. Möchte ich es unten, Mitte oder oben? Dann halte ich mir nämlich mein
zum Schluss erst auf, wo ich das ungefähr haben möchte. Hier ist eine gute Stelle. Bringe dann hier Kleber an. Und lege das richtig schön an die Falz. Auf der anderen Seite. Und ich zeige es euch mal. Hier richtig an die Falz hinlegen. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. Kleber anbringen. Und so weit wie möglich zur Falz. Genau. Auch was das schön gerade bleibt. Und dann können wir schon hier Kleber anbringen. Und unser tolles Bild. Genau. Das Einzige, worauf man achten sollte, ist, dass man nicht über diese zwei Falzlinien drüber wegkommt, weil da wird ja dann das Papier drunter gelegt und so ausgebreitet, weil sonst würde das nachher nicht mehr in den Umschlag passen oder über die Karte drüber hinausstehen. Genau. Und schon ist die Karte fertig. Man braucht jetzt hier keine Banderole, weil das ja von dem Bild hier festgehalten wird. Auseinanderziehen. Hinten ist zum Beschreiben. Somit ist die Karte fertig. Aber ich möchte das jetzt gerne nochmal mit dem Umschlag ausprobieren, ob der Viertelinch jetzt wirklich was gebracht hat. Ja, eindeutig. Also es passt viel, viel leichter in den DIN A-langen Umschlag rein. Kann man leicht so verschicken. Ja, das ist immer wichtig. Sonst hat es ja keinen Sinn, dass wir schöne Karten basteln, wenn wir es nicht verschicken können. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Ciao!